So und hallo und herzlich willkommen Sternzerstörer, hier zurück Theon zu der 9 Folge Verlosser. Star Wars Empire at War. Oder Force of Der Mond Corruption, aber wird diesmal die bald erscheinen. Mai-Variante, weil Force of Corruption ist ja nicht mit dabei. Aufbau hat begonnen. Aufbau In der beginnt. letzten Folge sind wir stehen Konstruktion geblieben, nachdem abgeschlossen. wir Konstruktion abgeschlossen. erfolgreich mehr oder Gebäude sind für weniger den Angreifer hier. Verräter und Konstruktion dessen abgeschlossen. Verräter endlich beseitigt haben und dann Konstruktion dementsprechend können wir uns abgeschlossen. endlich mit etwas mehr auf andere Aufgaben konzentrieren. Beziehungsweise die eine Konstruktion Aufgabe, die uns wieder der abgeschlossen. Imperator oder wer auch Konstruktion immer gestellt abgeschlossen. hat, nämlich Prinzessin Leia auf Konstruktion Tatooine abzufangen. abgeschlossen. Und deswegen werden wir jetzt dem Sternzerstörer Film hier. nahe kommen. Konstruktion abgeschlossen. Aber im Film hat das Imperium auch nicht so Konstruktion viel in der abgeschlossen. Galaxis erobert. Wie hier jetzt schon. Naja. Und wir haben neue Konstruktion Schiffe wie abgeschlossen. Sternzerstörer bekommen, die ich mehr oder weniger schon stark in Sternzerstörer Masse hier. baue. Konstruktion abgeschlossen. Wenn es an mir ginge, würde ich natürlich andere Schiffe bauen, aber das Imperium hat leider keine Konstruktion anderen erwischt. Schiffe. Koordination Glücklicherweise. abgeschlossen. Aber, Konstruktion abgeschlossen. die Kampagne nähert Sternzerstörer sich hier. ganz, ganz langsam ihrem Ende. Das ist jetzt, glaube ich, der vorletzte Part. Müsste es eigentlich sein. Jedenfalls nach Tatooine und danach kommt hier. Könnt ihr wahrscheinlich denken, was die nächste Mission ist mit Alderaan. Mit unserem neuen Spielzeug. Egal, gehen wir jetzt erstmal zu Tatooine, zu der Schlacht. Die hat nämlich ein interessantes Gimmick. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Könnt ihr euch das durchlesen und los. Naja. Lord Vader, wir brauchen sofort Unterstützung. Eine Piratengruppe hat uns angegriffen, erleiden Verluste. Die Interdiktorkreuzer müssen beschützt werden. So, Werde Zeuge der schrecklichen Vergeltung des Imperiums an seinen Feinden, Commander. Ich glaub nicht, dass das 100% filmisch korrekt ist, nämlich weil Vader ist nur mit einem Sternzerstörer angetanzt und nicht mit mehreren Dutzenden, mit mehreren kleineren Schiffen und nicht mit Interdiktorkreuzern. Na dann, egal. Von allen Piraten. Sie dürfen unsere Pläne nicht durchkreuzen. Wichtig ist bei der Mission, dass ihr den in den Detektor direkt in eure Flotte reinlenkt, wie ich hier gerade. Ah, die Wegfindungsgie ist gerne mal nicht euer bester Freund. Dürfte jeder, der dieses Spiel spielt, natürlich kennen. Und ja, wir müssen. Was das müssen wir müssen erstmal die Piraten beseitigen. Im Raum von Tatooine. Natürlich ist es jetzt in neunigen Kanon natürlich nicht mehr vereinbar, weil aus Wokon wissen wir oder. Ja, das ist eigentlich das Schiff schon vor den Sternzerstörer ab hier eingetaucht ist. Mensch, bin ich müde. Ist auch spät. 2 Uhr abends, also. Ja. Sternzerstörer Sternzerstörer stehen wieder, fliegen wieder in der vollen Haut herum. Nutzlose Unterwegs zu Dinger, den eben, Koordinaten aber in diesem erwartender Spiel haben sie mal Fehler, einen Sir. Nutzen. Bomber in Bereitschaft. Ich Angriff will mir dann auch aktiviert. lieber bessere Schiffe wünschen. Aber Jawohl, naja. Commander. Die Interdiktorkreuzer haben ein sehr interessantes Waffen Design. bereit. Aber Waffen man könnte es bereit, besser Sir. machen. Roger, Schön Befehl. stopp, stehen bleiben, wenn ihr die Truppen Information. irgendwo einen Bewegungsbefehl setzt und die dann da stehen bleiben, schweben die irgendwie noch ganz Erwarte knapp Befehl. geradeaus ein bisschen. Position bestätigt. Und auf Dauer können sie statt die Position verlassen, wo sie es eigentlich nicht tun Euer sollten. Mangel an Glauben ist beklagenswert. Nun gut, aber ins Asteroidenfeld, anders lässt sich das ja leider nicht umschiffen. Erwarte Der Befehl Imperial erfolgt. Sternzerstörer bewegt Befehl deinen fetten bestätigt. Arsch mal dahin. Commander, unsere Schilde werden uns vor diesen Asteroiden nicht schützen. Er ist zwar schon Angriffsfeuer ist Ausweichmanöver fliegen. abgeschlossen. Sensoren haben eine Aufklärungsgruppe der Rebellen erfasst. Die Zeit läuft uns davon. Vernichtet alle Piraten. Vader wird das wieder meckern, immer, immer. Und der Sternzerstörer fliegt erstmal aus dem Bereich rum. Ihr zerstört erstmal die Begleitschiff und dann die Raumstation. Alles auseinandernehmen, danke. Ja, und der Nebel hat bestimmt einen Grund, warum es auf der Karte ist. Obwohl der Nebel nicht zwingend erforderlich ist. Werdet ihr gleich noch alles schön miterleben. Da fängt doch der Spaß doch erstmal richtig an. Und die drei Schiffe. Ich weiß nicht, ob es extra so ist oder. Sensoren, Sir. Ein
bug, warum die Schiffe sich nicht bewegen. Ich meine, ich kann die einfach so abschießen. Sie machen keine strategischen Manöver oder sonst was. Dann weg. Naja. Aber wer bin ich denn, der sowas dann natürlich mal den Entwickler hinterfragt? Die Raumstation ist eine. Ja, wir kämpfen hier gegen Piraten. Ist eine stumpfe Nummer Piratenstation. Die wir gefühlt schon zum tausendmal gesehen haben. Naja. Ja, ich bin nicht gerade motiviert beim Imperium. Yay. Wie kann man überhaupt motiviert beim Imperium sein? Da stelle ich mir mal wieder eine Frage. Das Imperium hat nichts, was einen motivieren könnte. Keine guten Schiffe. Jedenfalls nur gefühlt 90 oder 95% und noch viel mehr Prozent sind alle scheiße. Im Vergleich zu anderen Fraktionen. Ihre Jäger sind scheiße. Ihre Soldaten sind nicht gut. Das Einzige, was sie höchstens gut können, ist eine große Stückzahl haben. Aber mehr können die auch nicht. Ihre Strategen, die meisten, abgesehen von Thrawn und sehr, sehr wenige, eine Handvoll weniger, sind gut. Ja. Zu 90-95% aller imperialen Offiziere, Taktiker, Generäle, was auch immer, sind totale Scheiße. Schon auch in einem Kanon über Scarif. Ist mir egal, ob jemand hier sagen würde, im Hintergrund was. Stuhl, hör auf zu quietschen, das nervt. Ist mir egal, ob jetzt jemand hier sagt, ja, aber die, ja, die über Scarif, die imperialen Offiziere waren alles alt und, die haben nur auf ihre Rente gewartet. Das merkt ihr euch, wie viel Quatsch das eigentlich ist. Selbst wenn die so, selbst wenn die nicht so viel Erfahrung hätten, müssen sie nur sagen, Rebellenschiffe da, schießt drauf. Als ob das so schwer ist. Oh nein, ob die jetzt nur da alle auf ihre Rente warten und sonst keine Kampferfahrung haben, ist da irrelevant. Sie haben eine Ausbildung, ihre Ausbildung sagt, wenn Feinde sind, sollen sie entweder schießen oder andere taktische Manöver machen, aber nichts, gar nichts machen. Und einfach gesagt, man lässt sich nicht abballern. Und bitteschön, hab ich doch gern geholfen, ihr unfähiges Pack. Übertragungen der Rebellen aus einem angrenzenden Sektor. Sie sollten in wenigen Augenblicken in Reichweite sein. Bringt die Flotte in die Nebel, damit sie nicht entdeckt wird. Ja, das ist jetzt der Grundsatz des Nebels hier. Man soll jetzt die Flotte in den Nebel schicken, aber mache ich nicht. Ich habe sie nämlich nicht in die Nebel, sondern hinter den Nebel platziert. Man muss die Schnellzerstörer nicht zwingend drin packen, aber es macht mehr Sinn, da man die schneller zur Verfügung hat und müssen nicht so lange herumfliegen. So, ein bisschen vorspulen. Kommen die Rebellen mal? Ah, perfekt getimt, super. Hier blaue Staffel, beginn mit dem Sektorscan. Verstanden, Staffelführer Blau, stehen in Bereitschaft. Hallo Rebellen, und nein, man soll nicht angreifen. Da kommen wir die lang. Ja. Zu ruhig. Hatte der Geheimdienst nicht was von vielen Piraten gesagt? Wieso reist man überhaupt dann hier hin, wenn da viele Piraten sind? Ist doch dämlich. Basis, hier ist Staffelführer Blau. Der Raum um Tatooine ist sauber. Wir sind bereit für den Sprung. Wiederhole, bereit für den Sprung. Wartet, bis die Prinzessin die Übertragung bestätigt hat, bevor ihr euch nähert. Und da ist eins der bekanntesten Schiffe in Star Wars Universum, die Tente 4. Eins meiner Lieblingsschiffe. Ich mag generell die koreanischen, Ja, Sir. Ja, das Design von Tente 4 einfach ist ziemlich cool. Alles klar. Bereit, die Übertragung zu empfangen. Wir haben eine rege Übertragung zum Schiff der Prinzessin und eine Empfangsbestätigung entdeckt. Jetzt. Fangt sie ab! Schnell! Aktiviert die Interdiktorfelder, damit so, Überraschung. Beginne Angriff. Wir brauchen die Prinzessin lebend. Kapert ihr Schiff mit dem Fangstrahl des Sternenzerstörers. So, die Teufelter sollen bitte mal die feindlichen Jäger abhalten, dass sie nicht auf meine schönen Indiktor-Kreuzer kaputt machen, dass sie sonst in den Hyperraum springen können. Die
Liebe Madame. Ach, und die haben natürlich hier bei der Mission direkt schon Mon-Kalamari-Schiffe. Warum nicht? Interessant, dass der Verräter schon Sternzerstörer bauen konnte und ich nicht. Jedenfalls, sie ist klar. Ja. Mit unseren werten Bombern. Da, wo gefühlt manche Torpedos verschwinden, existieren plötzlich nicht mehr. Bums entdeckt. Und dann mit Sternzerstörern reinpushen. Werde in die Tarfahrt regeln, erstmal die falschen Jäger. Los, Sternzerstörer, bewegt euren Arsch dahin. Ja, wir schießen mit 1000 Schüssen drauf, aber ja. Egal. Das Schiff wurde neutralisiert. Imperiale Streitkräfte, wir sind auf einer diplomatischen Mission. Sie haben kein Recht, uns aufzuhalten. Eure diplomatische Immunität ist jetzt nutzlos, Rebell. Ja, es lief doch. Jetzt kommt jetzt eigentlich die Filmsequenz eigentlich kommen mit den, ja, mit Sturmtruppen wie aus dem Film. Jetzt müsste es filmgerecht theoretisch laufen, aber ist ja natürlich nicht so ganz. Sind nicht in den Datenbanken der Rebellen. Wir suchen in den angrenzenden Systemen. Das ist unwichtig. Der Todesstern ist fertig. Sobald ihr sie überzeugt habt, den Standort der Rebellen preiszugeben, werden wir diese Kampfstation an ihrer geheimen Basis testen. Ihre Widerstandskraft ist beachtlich. Wir werden mehr Zeit brauchen, um Informationen aus ihr herauszuholen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auf ein Überredungsmittel doch reagiert. Und was wäre das? Das ist der Augenblick, die Feuerkraft dieser Station zu demonstrieren. Kuss auf Alderaan. Sternzerstörer hier. Ja, wir haben neues Spielzeug und da müssen wir mal ein kleines Testchen veranstalten. Soweit aus dem Film bekannt, stört auch jetzt nicht so einen, aber was jetzt gleich noch weiteres passieren wird. So, nächste Phase. Zwei Flotten. Oder mehrere Flotten. Alle schon aufbauen. Mehr Power. Diesmal kommt der Imperator mal persönlich mal mit, wenn wir seine liebe Station mal in Action sehen. Konstruktion abgeschlossen. Der Imperator, die jedenfalls in Legends, soweit man bekannt ist, den ersten Todesstern auch hin und wieder besucht oder war auch hin und wieder mit dabei. Konstruktion abgeschlossen. Wenn man so will. Konstruktion abgeschlossen. Ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und die ganze scheiß Imperialschiffe bauen, na, no, das hat man doch keinen Bock drauf. Also gegen die Schiffe bauen habe ich ja hier nichts. Manchmal gefühlt es aber dann gedutzt ewig. Meine. Manche Schiffe braucht man gefühlt 30 Stunden. Und manche andere. Oh, 10 Sekunden schon fertig. So, Sternzerstörer bauen. Ja, man sieht, man kriegt langsam das Ende. Alderaan ist ungefähr die vorletzte Mission und dann hieß es natürlich, den letzten Widerstand der Galaxis beseitigen. AP bereit. Yay. Sternzerstörer hier. Natürlich noch ein paar. Klammer mit dem Todesstern braucht man nichts mehr wirklich bodentechnisch zu machen, aber in der letzten Folge, das ist jetzt hier die vorletzte Folge, das auf der Imperium-Seite. Wir werden nämlich auf den letzten verbleibenden Rebellenplaneten natürlich dann die Schlacht dann nicht, den Planeten nicht zerstören, sondern erobern. Die anderen Planeten werden wir dann zerstören. Um zu beweisen, dass die Rebellen sowohl mit meiner imperialen Armee und ja, massiven, überlegenen Weltraumstreitkräfte besiegen kann. Brigade in Bereitschaft. Ja, das wird eine gigantische Massenschlacht werden. Natürlich für meine Seite, ich baue ja massive Schiffe, wie sonst was. Artillerie online. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Ich frage, wie viel Sternzerstörer man bauen, hier bauen könnte, theoretisch, wenn ich alle anderen Schiffe verkauft hätte. Und weil ich vorausdenken bin und dann auch ein paar Planeten außerhalb der Sternzerstörer ja, außerhalb meiner Reichweite sind, baue ich dann schon mal ein paar Spionage-Droiden und ein paar Armeen, weil ihr kennt die Rebellen, die greifen gerne Überfälle und Überfälle sind Kacke. Mag keiner. Über eine kleine Bodenstadt macht bauen und meine Macht erweitern, wie es sich gehört. So, ganz langsam und vorsichtig kommen wir an der Sache heran.
Und dann. Man kann übrigens in normalen galaktischen Eroberungen auch den Todesstern bauen, kostet aber allerdings massiv Geld und kann man mit einer einzelnen Einheit besiegen mit Luke Skywalker. Anders geht's nicht. Und den Todesstern sollte Emma eine starke Escortflotte haben, wenn die Rebellen eine starke Flotte haben mit Luke Skywalker und die Schlacht gewinnen, ist der Todesstern kaputt. Entschuldigung, ist so ein Stück Wasser. Ah. So, ab ins Gefecht. Alderaan. Eigentlich total sinnlos, die Zerstörung von Alderaan. Typisch Imperium, hat alles dumm und dämlich. Ich glaube, der Todesstern ist ein bisschen zu groß dargestellt. Eine nutzlose Geste. Sie können das Ende von Alderaan nicht verhindern. Eine kleine Karate natürlich eine Fähre. Schon unterwegs. Ja, hey, wir können den Imperator in die Stadt schicken. Was bekommt er? Eine kleine Fähre, wo er leicht abgeschossen wird. Wow, da wird sicher von dem Imperium groß geschrieben. Ja. Jedenfalls, was schon mal unlogisch ist, nämlich, dass die Rebellen eine starke Flotte haben. Beim Film ja nicht so. Und Admiral Akbar war mit seiner, ja, mit seinem Flaggschiff eigentlich auch nicht auf Alderaan. Der wäre jedenfalls neu. Und ja, man sieht da oben die Anzeige, ja, wenn die Timer auf 0 geht, kann man auf ein Knopfchen drücken und das Alderaan push weg. Ach. Diese Mission erinnert mich jedes Mal daran, wie schlecht das Imperium man sich mit dem Todesstern gearbeitet hat, oder beziehungsweise die Grundidee dessen. Eine Waffe, die Planeten zerstört, ist nutzlos und hat nichts zu suchen. Eine Waffe, die man Planeten vielleicht umprogrammieren oder nicht umprogrammieren, ihr wisst, was ich meine, umändern kann. Zeig ich jetzt gleich. Neue Sequenz eingeleitet. Und? Trommelwirbel. Botsch. Ja. Was ich sagen wollte, war eine Waffe, die Planeten statt zerstört, einmal komplett Metall verwandelt oder sowas, wäre doch viel besser. Man hat da einen guten Schrecken und ja. Und man Nutzen draus. Angelogen. Der Stützpunkt der Rebellen auf Dentuin wurde offenbar schon lange aufgegeben. Kein Problem. Jeder weitere Widerstand wird bald zerschlagen. Was ist mit der Prinzessin und ihren Kollaborateuren? Die Flucht wurde ihnen ermöglicht. Seid ihr auch sicher, dass dem Peilsender an ihrem Schiff nichts passieren kann? Ich riskiere viel dabei, Vader. Ich will hoffen, dass es funktioniert. Position bestätigt. Lord Vader, ich habe eine letzte Aufgabe für euch. Was ist euer Begehr, mein Gebieter? Ich spüre, dass diese Rebellion in ihren letzten verzweifelten Stunden den Todesstern angreifen will. Sie konnten ihre Streitkräfte auf 5 Welten zusammenziehen. Vernichtet sie! Sie alle! Wie ihr wünscht. Und was ist mit dem Todesstern, Eure Majestät? Setzt seine gesamte Zerstörungskraft gegen sie ein! Der Imperator ist wieder hart am Rumragen, wie immer eigentlich, wenn irgendwelche komischen Nachrichten da sind. Ja, die letzte Mission besteht darin, die 5 letzten Hauptwelten der Rebellen zu vernichten. Dabei sind hier oben Akatos 3. Unterwegs. Ja, Fen 4 natürlich. Und ein paar andere interessante Welten, die wir mehr oder weniger beseitigen werden. Und natürlich kommen die hier alle angelatscht. Aprüberfällen, ich habe da was vergessen. Scheiße. Ah, dann gehen doch einen die Nerven durch, ne? Okay, gut, was haben die Rebellen diesmal vor? Immerhin sind die Bewohner des Planeten auf unserer Seite. Eine kleine Rebellenstreitmacht hat unsere äußeren Verteidigungsanlagen durchbrochen und ist irgendwo auf dem Planeten gelandet. So schön, dass sie vorher viel gebaut haben. Und natürlich greifen die Rebellen mit ihren scheiß verfickten Luftspeedern an.
Oh, und die haben Artillerie mitgebracht und schwere Panzer wohl. Keine schlechte Kombi. Kann man aber leider nichts erobern damit. Also schon, wenn der Gegner schwach ist, aber in starker Zahl. Nee. Der Imperial ist schwach. Kopf eines Speeders hat die Bombe nicht gelegt, wie ich es gehabt wollte. Auch okay, Flugabwehr platzieren in der Nähe der Basis, dass unsere werten Freunde nicht durchkommen. Für Luftwaffe der Rebellen. Übrigens, die Luftabwehrgeschütze der Rebellen lassen, oder was heißt der Rebellen, im gesamten Spiel lassen sich sogar auch zu Bodenbeziehen bekämpfen einsetzen. Allerdings lässt sich das schon, denke ich, schon vorausahnen, ist das nicht sehr effektiv. Aber die Luftziele seht ihr, bam, weg. Ja, sonst keine tolle Flugabwehr. So, das sind schwere Rebellenpanzer, die wir noch in der Rebellen-Story noch schon wunderbar genug zu erleben haben, sind auch extrem gut. Bauern, dauert aber lange, die zu bauen. Roger, bestätigt. Sturmtrupp, Abmarsch. Naja. Man kann auch ein paar Extras machen. Nicht zu notwendig, aber kann man mal machen, wenn man das genügend Geld hat. Und ich denke, ich habe genügend Geld. Im Gegensatz zum richtigen Imperium bin ich richtig reich. Haha. So. Konzentriertes Feuer. So. Weg. Das ist das letzte gegnerische Fahrzeug. War. Und da haben wir einen Speeder. Wieso benutzt. Wieso. Der Speeder ist gut zur Aufklärung, ja. Dennoch ist es eine unnütze Einheit, die wir nicht gebrauchen können. Hätte ich lieber durch was Besseres ersetzt. Aufklärung ist schön und gut, aber es gibt Einheiten, die es sogar noch besser hinkriegen und sogar noch schneller sind. Oder was heißt schneller? Time-Waller sind praktisch gut genug. Haben mehr Schutz und können mehr Schaden austeilen. Na dann, wir haben Korriban wieder gesichert, die Rebellen haben mal wieder. War wieder bemüht ich und dachte ich mir, nee, wenn ihr nochmal drüber kommen wollt, ich habe ein schönes Geschenk. Ein schönes Geschenk, nein, ich war wirklich ein schönes Geschenk, bitte viel Spaß. Jedenfalls, 5 Hauptwetten, der eine davon ist natürlich Hot, ja, 5-4. Und ein paar andere Welten, die vom Film aus gesehen nicht relevant waren. Egal, ist ja schon abgesagt. Hoth wird in der letzten Folge, in der nächsten Folge, die letzte sein. Yay. Die wir erobern werden. Alle anderen werden wir komplett zerstören. Na gut, alles so einen großen Schritt mal versammeln, was nicht unbedingt in der Nähe der Rebellen ist. Artillerie online. Kennst du dazu Genüge? Sternzerstörer hier. So Jungs, dann viel Spaß. Altzock 3. Ja, die haben die beschissene Ionenkanone. Der Todesstern wird mal dem mit gleich eine schöne Begrüßung nach unten schicken. Zeigt diesem jämmerlichen Aufstand die wahre Macht dieser Kampfstation. Was rein theoretisch aber auch möglich ist, weil ich es noch aus dem Kopf was ist, wenn ihr den Planeten zerstört habt, könnt ihr gleich in den Rückzug antreten. Und dann, ja, alles zerstören, was ihr euch in den Weg stellt. Ja, warum nicht, ne? Yeah. Vader verkackt man schon wieder. Vader. Vader, was machst du da? Der Imperator sieht doch live zu. Schämst du dich eigentlich gar nicht? Unser Primärziel ist der Schildgenerator. Jedenfalls Vader ist nicht, ist gerade dabei. Ja. Ja. Egal. Weltenvernichtung. Jetzt aussehen auf den Imperator schießen. Hoppla. Eben das. Nee, man kann erst Schiffe erst auf genetische Schiffe schießen, wenn man auch, wenn man bei Force of Corruption ist. Den Todesstern. Dann braucht man den zweiten Todesstern. Hey. Und noch ein paar winzige Felsrunden. Ich verstehe nicht, warum das Imperium so dämlich ist und der Imperator so dämlich ist, einfach eine Waffe bauen zu möchten, dass man alle Welten zerstören kann. Nimm doch eine Waffe, die Welten terraformieren kann. Also zu. Anstatt dass alles zerstört wird, alles zu Metall wird oder sowas. Es gibt ein Sitchin-Universum, die das drauf haben. Und da
das ist erstens auch abschreckend genug, um zu wissen, wenn eine Waffe auf uns schießt, dass wir alle zu Metall werden. Und die Welt, eine komplette Welt aus purem Metall, weißt du, wie groß die Flotte man bauen kann? Wenn man so logisch darüber nachdenkt, kann man aus jedem Planeten einen neuen Todesstern bauen, man muss es nur eben halt ausbauen. Jeden Planeten, den man findet, kann man theoretisch einen Todesstern bauen. Mit viel weniger Ressourcen. Die Ressource ist der Planet selbst. Und mit den ausgebauten Ressourcen, also für die Gänge, Ein- und Ausbauen etc., ihr wisst, was ich meine, kann man noch viel größere Schiffe bauen, bessere. Man hätte so viel mehr Möglichkeiten, aber nee, wir bauen dann verdammten hässlichen Todesstände, zu eigentlich zu nichts Nützes, außer Planeten kaputt zu machen, um alle Angst einzujagen. Obwohl wir bessere Möglichkeiten hätten, alle Leute alle Angst zu jagen, mit unseren technologischen Möglichkeiten perfekt Besseres leisten zu können, ignorieren wir das einfach mal. Ich denke, ihr versteht, warum ich das Imperium nicht leiden kann. Klar, es hat irgendwas mit dem Film zu tun, mit George Lucas, bla bla bla, wollte das so nicht, ja, ich weiß, aber dennoch. Das Imperium ist letzten Endes jetzt nur noch ein, ja, die Grundbasis von George Lucas. Okay, jetzt eigentlich von Disney, aber die Filme bilden weiterhin ja das Grundbasis für alles, wenn man so will. Beziehungsweise, wenn es ein Kanonbuch geben sollte, die Todesstern kann das und jenes, aber der Film sagt, nee, da hat der Film, ja, eigentlich mehr zu sagen. Okay, von einem Disney-Kanon her haben alle gleich viel zu sagen, aber das ist totaler Quatsch, weil es ist dann widersprüchlich bis ins Mark und da macht es ja von vorn bis hinten keinen Sinn. Sprich, wenn dann zum Beispiel, wenn ein neuer Film rauskommt, der klar den Film widerspricht und der aber genauso Kanon ist, ist ja alles daran Kanon. Auch der Widerspruch, und dann macht der Widerspruch ja keinen Sinn und dann fragt man sich, was haben sie sich dabei gedacht? Es gibt sogar Leute, die eine Textnachricht, die ich mal gelesen habe, dass einer von den Story Group von Disney, das sind die Leute, die das sagen, was eine Star Wars Kanon haben, geschrieben hat, wenn ihr Widersprüche findet, kann es euch ja egal sein, oder ihr könnt euch eigenes Kanon so aus dem Kopf denken oder sowas. Jedenfalls war der Text, glaube ich, so ähnlich gemacht. Nämlich, der hat das so gesagt, weil Star Wars extrem ja nur effektiv ist, könnt ihr alles so stellen, wie ihr es wollt. Könnt ihr euch euer eigenes Kanon ausdenken. War ungefähr die Aussage, wenn ich mich recht erinnere. Dann möchte ich mal einen Gegner kommentieren. Ja, ist es Fiktion alles? Kann sich jeder lieber gerne was halten möchte, tun haben möchte, bla bla bla. Und Mikrofon. Bleib mal gerade. Danke. Okay. Das ist eine entscheidende Gelegenheit. Scheiße. Für das Imperium. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Aber stellt euch mal vor, was für ein Quatsch das eigentlich ist. Letztendlich, wenn man Kanon oder eine ähnliche Stufe in Star Wars hat, da widerspricht sich alles von vorn bis hinten. Okay, sowohl der Kanon von Disney als auch das alte Star Wars EU-Kanon widerspricht sich von vorn bis hinten. Egal, was ihr dagegen sagen würde, es ist widersprüchlich. Sekunde. Egal, wisst, was ich meine, und dazu muss ich mich hoffentlich nicht nochmal äußern. Oder ich werde in der letzten Folge was äußern. Jedenfalls werden wir hier an den letzten Planeten der Rebellen vernichten. Und Zündung. Trommelwirbel, bitte. Bumm. Dennoch ist der Todesstern ein bisschen viel zu groß. Okay, was das Planetengrößenverhältnis angeht, ist das Spiel hier, naja. Sag mal so, es gibt Mods, wo die Malevolence größer ist als ganze Monde. Da würde ich mir die Größe eines Mondes irgendwie anders vorstellen. Egal, hier wird beseitigt. Ach stimmt, man kann sich ja nicht zurückziehen, man muss ja alles beseitigen, egal. Na gut, der Imperator ist natürlich wieder von meinem Billigsternzerstörer. Billig aus dem Markt. Frisch aus der Produktion. Der Lack ist frisch neu, oder wahrscheinlich kein Lack, sondern Originalfarbe. In scheiße Grau. Was mehr Farbe tut ihm mal gut. Aber bitte nicht in Pink. Es gibt in Legends, glaube ich, so einen Typ, der einen Sternzerstörer gekapert hat oder übergelaufen ist oder was auch immer. Und der hat ihn in Pink angestrichen. Meine Fresse. Und alles war keine Frau. In Pink angemalt. Das muss man sich vorstellen. Ein mächtiges Kriegsgerät, also Sternzerstörer. Ja, eventuell mächtig, je nachdem. Und dabei machen wir, was machen wir für eine Farbe? Pink.
Muss man sich mal einen Zweiten Weltkrieg vorstellen. Hey, wir haben ein richtig fettes Schlachtschiff, die Yamato oder sonst irgendwas, die Bismarck, Lowa, mal die fetten Pötte eben. Und was machen wir damit? Ach, wie meinen Sie in Pink? Wie meinen Sie in Pink? Das ist doch eine gute Tarnfarbe, da wird sich die Gegner schlapp lachen. Ach ja, der Imperator sitzt auf einem scheiß Sternzerstörer, der gleich scheiße kaputt ist. Ja, ich habe genügend Sternzerstörer erstmal in die Massen gebaut, um dafür zu sorgen, dass die Rebellen erstmal einiges Zeit zu tun haben. Naja, was soll man dagegen machen? Typisch Imperium. Wie mein Sternzerstörer in Pink. Oh, scheiße. Wer kommt bitte auf die Idee, dass es eine gute Idee ist? Ich jedenfalls nicht. Wie wär's mit in Rot-Schwarz? Okay, es ist jetzt auch nicht die krasse Tarnfarbe, aber im Weltraum braucht man keine Tarnfarbe. Nicht zwingend jedenfalls. Jedenfalls wäre aber Rot und Schwarz jedenfalls coolere Farben. Ja, Schwarz ist je nachdem auch keine Farbe. Ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Und nein, dann kommt halt Rot, durch den Sternzerstörer auch nicht machen. Höchstens ein paar rote Streifen oder ein paar rote Markierungen höchstens und den Rest in Schwarz halten. Oder etwas dunklere Töne haben. Dass es jedenfalls optisch geiler aussieht, als das diese beschissene Standardgrau, was das Imperium hier benutzt. Das ist ja, an imperialen Schiffen gibt es jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber ein paar große Unterschiede. Man kann schon Schiffe auch nicht nur an ihre Schiffsform erkennen, sondern auch aus ihrer Tarnfarbe, aber... Ja. Ich weiß, ich meckere über das Imperium, aber das ist ja die vorletzte Folge und in der letzten Folge... Ja. Werden wir noch ein letztes Mal über das Imperium meckern. Und ich muss mir was überlegen. Ich überlege mir was, was die Imperium gut findet. Das dürfte wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bevor ich mir was überlegt habe. Ja. Egal. Und die Rebellen schießen mit seinen Jägern meine Schiffe zu Kleinholz, während ich mit meinen Raumschiffen ihre Raumstation zu Kleinholz schieße. Das ist echt eine Dreiecksbeziehung hier. Oder fast. Jäger machen mich fertig, ich mache die Raumstation fertig und alle sind nicht zufrieden. Ah, übrigens, der Imperator ist gestorben. Der Imperator ist schon vor Episode 6 schon verreckt. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, in einem neuen Kanon, wenn ich mich recht erinnere, im Buch Die Sith Lords, ist der Imperator auch fast gestorben durch einen einfachen Rebellenjäger. Beziehungsweise, die sind auf Ryloth geflogen mit einem brennenden Sternzerstörer. Wollen mal gucken, wie die Lage so da ist. Bla bla bla, ihr wisst. Ich muss ihn nicht weiter erläutern. Der Punkt ist, die einzelne Rebellengruppe hat es geschafft, dass der Imperator von Schiff fliehen musste, soweit ich es auch aus dem Kopf weiß. Mit einer Verehre. Und ein Rebellenjäger hat ihn fast erwischt. Fast. Fast. Und, ja. Meine Sternzerstörer sind alles Schrott. Müll. Kacke. Jedenfalls, die Rebellen haben es natürlich fast geschafft, aber natürlich ist der Imperator umkommen. Sie werfen sich bereitwillig in die Flammen. Das Vertrauen in ihre Führer ist stark, Tarkin. Unglücklicherweise wird Vertrauen alleine sie nicht vor der Macht des Todessterns schützen. Melde mich, liebe Fohlen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich so viel schwer. Habt zwar die Schlacht verloren, aber wie gesehen, durch den Todesstern alleine gewinnt man so. Eigentlich, der Redisch braucht keine große Begleitfutter, aber wenn die Rebellen, wenn ihr gegen Online-Spieler spielt und die Luke Skywalker haben und wenn ihr das nicht vorher wisst, dann habt ihr da ganz schön schnell abgelitten. Mehrere tausend Könnte zu gar nichts. Nun gut, das war's mit der vorletzten Folge von Empire of Imperium Seite. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.